1,88 Meter ist der groß. Profiboxer seit dem Jahr 2006 mit dieser Statistik. 27 Kämpfe, 24 Siege, 20 davon durch Knockout, ein Unentschieden. Sein Coach Fritz Stunek, assistiert von Oktagon Karl. Geboren in Taschkent, Usbekistan, russischer Staatsbürger seit vielen Jahren, lebt er in Hamburg. Meine Damen und Herren, der Herausforderer, the Challenger, der Ex-Europameister, Alexander Alexejew. In der blauen Ecke, der amtierende Weltmeister in roten Trunks. Er ist 29 Jahre alt, 90,1 auf der Waage, 1,93 Meter groß. Es ist sein 9. Jahr als Profi mit dieser Bilanz. 28 Kämpfe, 27 Siege, 13 Mal durch K.O. Hatte, nachdem er speziell nach dem Weltmeistertitel und den ersten Kämpfen dann in Deutschland richtig gehypt wurde, auch die düsteren Seiten dieses Sports kennenlernen dürfen mit der vergebenen WM-Chance gegen Ramirez, als ihn Stunek aus dem Kampf herausnahm. Beide, ich habe das vorher gesagt, in Rechtsauslage boxend, haben richtig viel Schlagkraft, aber beide haben kein gutes Kinn. Und sie haben beide immer wieder auch Mängel bei aller Klasse in der Defensive. Deswegen kann ich nur eines empfehlen. Bleiben Sie dran. Schauen Sie sich das an. Im zweithöchsten Limit hier im Kampf des Weltmeisters gegen seinen Pflichtherausforderer. Schon wieder durch die Mitte durchgekommen von Alexejew. Mit dem Jab hineingepiekst. Alexejew erobert ein bisschen die Ringmitte. Sehr schön zum Körper. Zweimal hoch explosiv von Hernandez. Aber nach der Aktion, so nüchtern wie das nur sein kann, der Jab als Treffer von Alexejew. Ganz einfach, immer wieder gestört von Alexejew. Sie sind ja extra deswegen hier nach Bamberg gegangen, weil der letzte Kampf gegen Troy Ross auch einige Zweifel an der Klasse des Kubaners ließ. Uli Wegner sagt, da war die Schlaghand noch nicht wieder ganz da. Das große vorher hier thematisierte Problem beim Kubaner aus Pinar del Rio. Mittlerweile ja deutscher Staatsbürger, zum ersten Mal unter deutscher Flagge boxend. Und seine Treffer sind auf der Außenbahn noch nicht so, dass sie explosive Schläge von beiden gut gemacht. Der eine, ich habe das eingangs gesagt, der Mann mit der blauen Hose, links war Weltmeister bei den Amateuren, der andere Junioren-Weltmeister. Und das ist hier richtig klasse, was da kommt. Von Hernandez. Jetzt die härteren Hände drin hat. Die wirkungsvollste Waffe vom Boxer aus Hamburg, immer noch der Jab. Und immer die Innenbahn. Während die Versuche von Hernandez meistens als Haken von außen kommen. Eine seiner Spezialitäten, diesen langgezogenen Aufwärtshaken. Ich habe ihn nur zwei, dreimal im Ansatz gesehen. Ich glaube nicht, dass wir die gesamten 12 Runden erleben werden. Hier ein erstes Achtungszeichen und Gelegenheit für den Mann aus Trenton ein bisschen zu zählen. Ja.
Kinder versucht zum Körper von Alexejew. Ja, und das ist schon beeindruckend. Weiter marschiert, als sei nichts gewesen. Nochmal speziell die zweite Kampfhälfte dann so ein bisschen verloren. Gegen Cunningham mal in der fünften, sechsten, siebten und jetzt trifft er wieder. Alexejew offen zum zweiten Mal angezählt. Es schien alles ein bisschen für ihn zu laufen und dann war Hernández doch wieder da. Und kriegt hier nochmal ordentlich am Ende dieser fünften Runde. Wird sich aber wohl hineinretten. Aber schwere Treffer gegen Alexander Alexejew. Was für ein Spektakel! Trotz der schweren Treffer wirkt Alexejew auf mich sogar ein bisschen frischer, konditionell. Kann sich aber ganz schnell bei der nächsten schweren Hand ändern. Juan braucht seine Pausen jetzt, um dann solche Serien wieder aber wunderbar ins Ziel zu bringen. Ah, da war schon jetzt nicht ganz so viel Feuer drin, wenn man das mit den ersten drei Runden vergleicht. Aber er nimmt natürlich immer wunderbar den Körper mit, wurde aber hier selber schwer getroffen. Oh, das war eine harte Hand von Alexejew. Er muss ihn jetzt selber mal wieder anboxen mit dem Jab. Und nicht immer Alexejew starten lassen. Sonst geht jetzt Runde für Runde weg. Ja, und wenn Sie das vergleichen, haben Sie die Bilder noch in Erinnerung, diese klaren Hände auf der Außenbahn. Die donnern jetzt auf die Deckung und stattdessen trifft Alexejew mit dem Konter. Oberwasser für den Pflichtherausforderer. Und wieder klar getroffen. Und ich wiederhole mich. Hernández hat kein gutes Kinn. Das meinen die Boxer, wenn sie sagen, der kann viel oder wenig einstecken. Alexejew frischer auf den Beinen. Hernández tapst weg und Alexejew holt sich die nächste Runde. Das Gefecht hat sich komplett gedreht. Aber auch Hernández hat immer noch diesen Knockout drin, das ist ja klar. Das macht es ja so spannend. Alexejew die Nase ein bisschen offen, aber er marschiert unbeeindruckt davon in diesem Duell nach vorn. Alexejew nach wie vor der aktivere Boxer, der im Vorwärtsgang, der auch in dieser Runde die besseren Aktionen gesetzt hat. Mickey Venn beispielsweise, den Mann aus Leeds, am Abend wird der gnadenlos für ihn punktet. Wir hatten in den letzten Kämpfen einige, wo wir uns dann auch gefragt haben, was ist denn hier los? Also, Uli Wegener glaubt, wir haben den Kampf eng ausgeglichen, dass sie offenbar das Ding über die Zeit retten können. Aber es sind noch drei Runden und es kann immer noch in diesen 9 Minuten alles passieren. Es kann ganz schnell vorbei sein. Und eines muss man zur Ehrenrettung von Hernández auch sagen. Der hat hier keine Journeymänner geboxt. Drei Pflichtverteidigungen hintereinander. Und startet hier wieder stark in diese Runde hinein. Eindrucksvoll. Zwei Kämpfe gegen Cunningham, dann gegen Toll Ross. Auch das war ein richtig harter Brocken hier.
Wenn Alexejew die Pause oder die mögliche Pause so klein als möglich gestaltet, direkt nach der Aktion eingestiegen wäre von Hernandez, da merkt man immer, wie er sich dann selber wieder sammelt. Aber natürlich haben die vielen Treffer auch bei ihm Substanz gekostet. Und jetzt erwischt er ihn oben an der Schläfe rechts. Klassischer K.O. Oder lässt ihn Lindsay Page nochmal kommen? Nein, das war's. Was für ein Wellental und was für ein Ende. Ich habe Ihnen einen Knockout versprochen. Das war nicht zu viel. Sally ist da, die Ehefrau, als erste Gratulantin. Und eines muss man ja mal sagen, und wenn man auch diesen zweiten Cunningham-Kampf als Maßstab nimmt und diesen Alexejew-Kampf, das ist schon Boxen, wie es sein soll. Mit richtig vielen Treffern, mit Auf und Ab. Und am Ende mit der klarsten aller möglichen Entscheidungen. Wow, das war mal wieder ein Boxkampf hier bei Boxen im Ersten. Und der Weltmeister bleibt Weltmeister. Es ist seine Show. Er ist ein bisschen zu kaputt zum Jubeln. Aber das gönnen wir ihm vom Herzen. Ich hab's gesagt, er musste in diesem Kampf durch tiefe Täler. Alexander Alexejew hat großen Anteil daran, dass dieser Abend so aufregend war. Diese Nacht vom Samstag zum Sonntag, mittlerweile hat ja schon der Sonntag begonnen, hat einen begeisternden Kampf geboten. Verliert aber zum zweiten Mal durch K.O., wie schon gegen Lebedev, einen Weltmeister. Nun gegen einen anderen Weltmeister. Gegen Hernandez, auch Teamkollege und Weltmeister im Cosa-Gewicht. Das ist ja eine Sauerland-Veranstaltung. Tummeln Sie sich. Gab es hier ein großes Finale. Kurzer rechter Kopfhaken. Eingeschlagen, Licht aus und vorbei. Alexander Alexejew hier sehr, sehr offen. Er hat sehr, sehr viele Schläge genommen, war ja in der zweiten und fünften Runde bereits angezählt worden. Hat dann für mich eine tolle Aufholjagd in der sechsten, siebten und achten Runde gestartet. Und Uli Wegner, der 71-jährige Trainer des Jahres, ist super froh und geht hier mal so richtig ab im Siegesjubel. Er startet zum Denkmal für seinen Boxer. Für Hernandez. Es waren alle Zutaten da, die du brauchst für ein wirklich großes Duell. Und dann gibt es am Ende auch Tränen der Erleichterung. Es war ein langer Weg, den wieder zurückzubringen, die Ernüchterung. Er hatte sich ja den Mittelhandknochen im Cunningham-Kampf gebrochen, in der Schlaghand, in der vierten Runde damals. Also Cunningham gleich zweimal zu Boden schickte. Dann die Vorbereitung, es sollte ein Kampf im Februar kommen gegen Fields. Dann kam im Januar, kurz vor dem Duell in der Schmiedinghalle, die Nachricht im Sparring. Erneut an derselben Stelle der Mittelhandknochen durch. Die lange Vorbereitung und jetzt die Ernte nach einem wirklich aufregenden, aufreibenden und spektakulären Kampf. Der Weltmeister Juan Pablo Hernandez am Ziel seiner Träume. Also das sind schon Kämpfe, für die lohnt es sich, dran zu bleiben. Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. Der Kampf endet in Runde 10 nach 1 Minute und 35 Sekunden. Sieger durch Knockout und weiterhin IBF Cruisergewicht Weltmeister. World Champion Juan Pablo